Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Eigentlich müsste jetzt ein Gigatina Raid-Stunden-Video kommen, aber ich war gestern nicht auf Raid-Tour, weil es hat so heftig geregnet. Es sind einfach keine Raids zustande gekommen. Oder man wollte einfach nicht raus, das Wetter war so schlimm. Es war, glaube ich, noch nie so schlimm, als ich Pokémon Go gespielt habe. Deswegen keine Raid-Stunde für mich, was aber nicht so schlimm ist, weil ich habe bereits ein Shiny Gigatina von der letzten. Und die nächsten zwei Mittwoche sind auch nochmal Gigatina. Und Dienstag, nicht vergessen, 8.10. Mewtwo-Raid-Stunde. Dienstag 18 Uhr bis 19 Uhr. Gönnt euch. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Wart ihr am Start? Konntet ihr ein paar machen? Habt ihr einen Shiny bekommen? Oder einen 100er? Und bevor ich es wieder vergesse, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Auf jeden Fall, Wetter war leidend, aber eine gute Sache habe ich bekommen. Blende ich mal gleich hier nebenbei ein. Es ist ein Shiny Taubsi. WP10. Irgendwo geklickert. Irgendwann. Hatte ich noch nicht. Also mein erstes Shiny Taubsi. Saftig, saftig. Es gibt ein paar News, über die können wir reden. Sternstopp-Event wurde angekündigt vom 3.10. bis zum 10.10. Genau eine Woche. Also der Leak hat gestimmt. Damals mit dem Foto. Blende ich hier auch nochmal nebenbei ein. Dieses komische Niantic-Foto in ihrem Büro. Und da war halt dieses eine in der Excel-Tabelle. Zwei Sachen konnte man da sehen. Irgendwas mit DE, also Deutschland, was wahrscheinlich die MAG war, dass die da halt den Bonus aktivieren. Ich bin übrigens am Samstag dort auf der MAG in Erfurt. Jeder, der dort ist, kann gerne Hi sagen. Und dann eben das mit dem Sternstopp-Bonus, 3.10. bis 10.10. Doppelsternstopp ist es nur. Ist natürlich nice, aber der Sternstopp-Bonus davor war dreifach. Aber nimmt man trotzdem gerne mit. Mein Ziel, ich habe jetzt 5, irgendwas. Das sind halt die 5 Millionen vom letzten Sternstopp-Event. Da bin ich mit einer Million, nicht mal einer Million, glaube ich, gestartet. Da hatte ich am Ende 6 irgendwas oder 7. Und seitdem hält es sich konstant bei 5 Millionen. Auf die 10 komme ich wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, das ist halt nur Doppelsternstaub. Ich setze mir mal ein Ziel von 8 Millionen. 8 Millionen, denke ich, ist okay. Das sind 2, irgendwas, knapp 3 Millionen Sternstaub. Ist, denke ich, ein solides Ziel. Alles mal zwei, diesmal auch Rocket Stops, das heißt ein Rocket Stop gegen 1000 Sternstaub mit Sternstück 1500, was gar nicht so schlecht ist, also einfach alle mitnehmen. Raids geben auch wieder mehr Staub, aber das dauert ja immer Ewigkeiten, einen Raid zu machen. Das lohnt sich natürlich nicht so. Fangen und brüten halt. Also geht's raus und macht eine Menge Sternstaub. Und dann Max on Monday natürlich. Fängt heute Abend um 22 Uhr an. Ihr wisst Bescheid, 21 Uhr sind wir live. Bis das Event anfängt, 22 Uhr irgendwas, und dann packe ich es, glaube ich, auch sogar nochmal direkt raus. Sternstopp machen. Also würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Livestream 21 Uhr. Zusätzlich wurde noch ein anderes Event angekündigt. Nicht angekündigt. Hat angefangen. Safari-Zone Taipei in Taiwan. Shiny Megaplays am Start. Ich wurde auch schon wieder voll gespammt von euch, die bereits Shiny Megaplays gefangen haben. Glückwunsch an alle, die bereits Shiny Megaplays haben. Man braucht halt zwei, weil Zweigentwicklung, Rubella und Giflor. Ich bin heute natürlich unterwegs. Mal schauen, ob ich einen bekomme. Euch viel Glück und viel Erfolg, falls ihr heute unterwegs seid. Und letzte Sache für heute. Ich habe eine E-Mail bekommen, einen Brief. Ich lese ihn euch mal vor. Hallo Hong, ich habe dir einen langen Brief geschrieben. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auf mich. Okay, den musste ich einfach einblenden. Epische Särge, wer kennt sie nicht? Gebt ein Like für Weihnachtsmann und KKG. Müsste auch demnächst wieder Zeit sein für die. Oktober, ja. Demnächst. Früher mal auch super RTL. Auf jeden Fall, der Kollege hat mir geschrieben. Den Anfang lassen wir mal aus, da schreibt er nur, wer er ist und dass ich ihn kenne. So, um es kurz zu machen, du hast einige Follower, danke. Und deshalb kannst du mit deiner Reichweite auch dafür sorgen, dass eine Aufmerksamkeit Niantic entsteht. Leider nicht, nee, du überschätzt mich, mein Freund. Du überschätzt mich sehr. Wir haben nicht die Reichweite, die du brauchst. Aber wir schauen mal, was er braucht. Deshalb möchte ich dich bitten, den unten angeführten Post auf deiner Social Media Seite zu teilen. Instagram, Facebook und Twitter. Folgt mir da. Oder in einem Video zu erwähnen. Genau das machen wir jetzt. Oder irgendwie für Viralität zu sorgen. Digga, wenn ich das könnte. Ich habe nicht diese Power. Dafür Berge.
Nicht nur. Ich dir zutiefst dankbar. Okay. Es muss sich etwas ändern, denn zum Beispiel ich spiele schon seit über 3 Jahren, seit dem Start Pokémon Go, und die nächste Arena von mir zu Hause ist noch immer mit einem 40 Minuten Marsch verbunden. Das ist Leiden. Das ist unfair, besonders für Spieler aus ländlichen Gebieten. Ja, es ist Leiden. Vielleicht mache ich irgendwann mal noch ein Video dazu, aber so ist halt das Land. Ich meine, du könntest genauso sagen, du musst 5 Minuten hier zum McDonald's oder zum Dönerladen, weil da ist ein Einkaufszentrum bei mir. Einfach die Straße runter, Mira, Einkaufszentrum. Und du müsstest wahrscheinlich auch 40 Minuten laufen, Fußmarsch, für den nächsten Döner oder sowas. So ist halt das Landleben. Aber naja, ich verstehe dich. Auf jeden Fall leiden. Ich will es jetzt nicht gut reden, dass du keinen Stop hast. Ich würde mich über deine Unterstützung in der Sache sehr freuen und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Julian, Grüße gehen raus. So, und zwar hat er diesen Text hier geschrieben. Ich weiß nicht, ob er es geschrieben hat oder nur copy-pasted hat. Aber es gibt einen Artikel vor kurzem von Pokémon Go Hub mit der Idee, dass es ein OPR-System für Pokémon Go gibt oder geben sollte. Artikel verlinke ich. Die machen gute Punkte, nennen auch ein paar Sachen, die ich genannt habe in meinem Video. 3 Monate, was da los? Noch keine Stops, was ich vor kurzem irgendwo hochgeladen hatte. Hier genau, schon 3 Monate her und nichts passiert. Nennen auch die Probleme, dass zum Beispiel die Ingwer-Spieler komplett ausschalten und dann nichts mehr machen. Da halt nichts mehr los ist. Und ja, wie gesagt, Artikel könnt ihr euch gönnen. Ich schaue nochmal kurz, was der Kollege geschrieben hat. Pokémon Go, the game that we all enjoy playing, is out there for over 3 years now. But it's still an unfair game, especially for players living in rural areas. Here in Germany schreibt man groß, we can submit Pokestop nominations. Since this summer and at first, everyone thought the problem is finally solved. But almost nobody hears back from Niantic. There's not enough Ingress players. There are not enough Ingress players to even barely deal with the amount of submissions for new products. In addition to that, Ingress players boycott the OPR. We want an OPR. Oh, and. Das ist gut. Das machen viele falsch, dass das ein and ist anstatt ein a. Opportunity for Pokemon Go players to evaluate product nominations. At least the top players of Pokemon Go should be able to help Ingress players in OPR. So everybody can benefit from this process and everyone can play the game properly no matter where they live. Niantic says they are beta testing this feature since last year. Ja, das ist vor allem, das ist ein Beta-Test und dieser Beta-Test läuft einfach schon immer. Irgendwann muss die Beta ja mal zu Ende sein und das tatsächliche System aktiv sein. Deswegen heißt es ja Beta-Test und nicht fertiges Produkt. So we finally need a solution that actually helps Pokémon Go players. Please like and especially share this article in my post here on social media. If you also want this situation to change ASAP. Use the hashtag Pokemon Go Reviewers. Hashtag Pokemon Go Reviewers. And if you can, link or mention Niantic in your post so that we can be heard. Es ist ein wichtiges Thema, ja. Offensichtlich, ich als Stadtspieler, als hier Großstadtspieler München, kümmere mich nicht genug darum, weil jeder, der es hat, der hat es halt, und dementsprechend jeder, der es nicht hat, der leidet und wünscht sich natürlich was Besseres. Und so ist halt die Society, Gesellschaft. Wenn man was hat, dann denkt man nicht an die anderen. Muss ich ehrlich zugeben, ist natürlich ein Fehler, sag ich mal. Wie gesagt, ich habe es jetzt in diesem Video erwähnt. Ich kann es auf Twitter und Instagram und Facebook posten. Aber ich habe nicht die Macht, da irgendwas zu verändern. Ich habe nicht die Reichweite, die du brauchst, mein Freund. Das wird niemanden jucken, dass ich das hier mache. Genau wie die alle anderen Sachen, wo ich Niantic irgendwie ein bisschen hart kritisiere. Das juckt kein Schwein da bei Niantic. Wenn jeder von den krassen Pokémon Go YouTubern sich zusammenschließen würde und die ein Video gleichzeitig raushauen würde und Niantic schreiben würde, ich denke, das hätte Impact, aber wir können hier nichts bewirken. Trotzdem sollte man es versuchen, oder? Das war mein Beitrag für eine bessere Welt in Pokémon Go. Das war's von mir, Leute. Heute Abend startet, wie gesagt, Sternstopp-Event. Schaut vorbei, 21 Uhr Livestream. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter.
Check den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon Serious Business.